Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring. Herzlich willkommen zu Extra 3. Vielen Dank. Willkommen, Dankeschön. Liebe Zuschauer, die CETA-Gegner jubeln, die kanadische Regierung kann es nicht fassen. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass die kleine Wallonie so einen Stress macht? Kleine Region, große Wirkung. Hier, Wallonie, der CETA-Blocker bei Freihandelsbeschwerden. Weil die Kanadier wollten ja eigentlich morgen, am Donnerstag, zur Unterzeichnung anreisen. Sie waren quasi schon im Aufbruch begriffen. Die hatten schon den Mantel an. Die hatten schon das Taxi zum Flughafen bestellt. Da ist auf einmal, stopp. Es gibt ein Problem mit der Wallonie. Der kanadische Premier hat das erst gar nicht verstanden. Er hat gesagt, wer ist die Wallonie? Schreibe ich der Kleinen was ins Poesiealbum? Was soll der Kanadier? Lass uns diese CETA hier unter Dach und Fach bringen. Es geht darum, CETA. Aber die Wallonie ist nun mal ein revolutionäres Nest. Und sie wird vertreten von einem furchtlosen, aufmüpfigen Mann, dem vielleicht stursten Menschen der Welt, der mit seiner Minitruppe alles lahmlegt. Klaus Weselski. Nein, sorry, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nein, Paul Magnette, der wallonische Regierungschef. Magnette, da steckt das Njet schon im Namen drin. Leider oder zum Glück, je nach Blickwinkel, muss CETA nämlich von allen europäischen Parlamenten, auch von den Regionalparlamenten, abgenickt werden. Und auch wenn das für viele ärgerlich ist, es ist nun mal so, die Einbindung der nationalen und regionalen Parlamente hat vor allem Deutschland gefordert. Das nur als Funfact am Rande. Finde ich es komisch, sich jetzt darüber zu beschweren, dass dann eben ein Teil von Belgien sagt, Freihandelsabkommen, drauf geschissen. Ah, nee, Entschuldigung, sorry. Nein. Ist ja Belgien. Die machen das so. Der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz ist natürlich verzweifelt. Er hat wirklich bis zum Schluss versucht, die Wogen zu glätten. Er hat noch mal die kanadische Handelsministerin zum Frühstück eingeladen. Er hat gesagt, komm, bleib doch noch. Frühstück bei Martin. Und man muss sagen, da hat er sich nicht lumpen lassen. Da haben Sie diesen Frühstückstisch gesehen. Also eine Opulenz. Unglaublich. Was es da alles nicht gab. Wahnsinn. Und was es erst gab. Labbrigen Kost, Aldi-Käse, kein Nutella. Um auch noch mal zu zeigen, uns geht es wirklich wirtschaftlich richtig schlecht in der EU. Bitte, liebe Kanadier, lasst uns nicht hängen. Wir brauchen dieses Freihandelsabkommen. Mehr zur aktuellen Handlungsunfähigkeit der Europäischen Union nun von unserem Statistikexperten Klaas Buttenschön. Ja, Christian, wir haben die Bürger in Europa gefragt, was halten sie aktuell von der EU? Und darauf sagten 15%, ein Leben ohne die EU kann ich mir nicht vorstellen. Wer soll denn bitte sonst den Krümmungswinkel einer Erdnuss und den Einstichwiderstand bei Heidelbeeren regulieren? 23% meinten, ich finde die EU toll, weil sie auch benachteiligten Menschen Chancen gibt. Günther Oettinger zum Beispiel. Und 62% sagten, mir ist das zu viel Chaos hier. Ich suche mir einen Schlepper, der mich wieder zurück nach Syrien bringt. Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Ja. Und dann haben wir uns an die Regierungschefs in Europa gewandt und sie gefragt, was glauben Sie, werden Sie sich am Ende einigen? Und darauf sagten 50% der Regierungschefs, da sind wir uns leider nicht einig. Und die anderen 50% meinten, wir auch nicht. Und damit zurück zu dir, Christian. Danke, Klaas. Ja. Die ganze Situation offenbart ja ein großes Dilemma der EU. Einerseits macht sie sich stark für den demokratischen Prozess. Das ist ganz wichtig, eine mehr Demokratie. Andererseits will man sich natürlich auch von den Bürgern der Wallonie nicht vorführen lassen. Und versteht gar nicht, warum die nicht Ja sagen. Die sollen doch mal Ja sagen. Warum, die können doch mal Ja. Ich meine, Demokratie gut und schön. Die können doch abstimmen, aber die sollen doch bitte Ja sagen. Man kann doch bitte mal Ja. Ich meine, das heißt doch Demokratie, dass man bitte dann Ja sagt. Demokratisch Ja sagt.
Und wir machen uns darüber lustig, dass Trump die Wahl nur anerkennen will, wenn er gewinnt. Finde ich schwierig. Ich meine, vielleicht ist ja CETA gar nicht mal so gut. Es gibt viel Kritik. Es gibt offenbar immer noch Defizite beim Verbraucherschutz. Es mangelt an Transparenz und. Vielleicht muss die EU sich einfach besser kümmern um die Interessen ihrer Bürger. Das gilt übrigens auch für den Lärmschutz. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist ganz wichtig, Lärmschutz. Es gibt eine neue Studie, die beweist, Lärm ist noch gesundheitsschädlicher als angenommen. Lärm, ja, Lärm. Da reichen die EU-Richtlinien nicht aus. Also bitte jetzt den Fernseher etwas leiser stellen, sonst kriegen Sie Bluthochdruck. Obwohl, nee, jetzt besser nicht. Jetzt laut lassen, denn jetzt wird es wirklich ziemlich irre. In Brieskow-Finkenherd in Brandenburg gibt es eine neue Bundesstraße mit allem Pipapo. Auch Lärmschutzwände, wo man hinschaut. Allerdings, hier rechts fehlt ein kleines Stück, was die Anwohner dahinter nicht ganz so gut finden. Genau an der Stelle, wo wir wohnen, meinte man, ein Loch in der Lärmschutzwand lassen zu müssen. Und das verstehen wir nicht. Hinter diesem Loch liegt nämlich dummerweise eine Wohnsiedlung mit 8 Familien, die einen freien Blick auf die Bundesstraße genießen und freies Gehör. Also du wirst ja hier wahnsinnig mit, wenn du hier so stehst, wa? Wie gesagt, ja, wenn du hier stehst, ist es schon schlimm. Aber schlimmer ist es nachher zum Berufsverkehr. Man kann nicht mehr beim offenen Fenster schlafen. Der Lärm kommt direkt ins Schlafzimmer rein. Den Lärm müssen sich die Anwohner allerdings einbilden. Denn die zuständige Behörde hat die Lärmschutzwand aus einem einfachen Grund nicht gebaut. Weil in dem Bereich die Grenzwerte für den Bau einer Lärmschutzwand unterschritten sind. Das heißt, sie ist nicht erforderlich. Genau. Hier links ist es nämlich nicht so laut wie hier rechts. Hier sagt die Behörde, hier braucht man eine Lärmschutzwand. Hier meint die Behörde, hier braucht man keine Lärmschutzwand. Gut, die Anwohner mit ihren Dezibel-Messgeräten sind da etwas anderer Meinung, weil... Weil wir ständig und täglich gemessen haben, schon jahrelang, und sind immer über diesen Grenzwert gekommen. Aber es tut keinem interessieren und juckt keinem. Guter Mann, die Behörde misst doch nicht die Lärmbelästigung. Es wird nicht gemessen, es wird berechnet. Und es wurde berechnet, dass diese Häuser keinen Lärmschutz brauchen, aber andere Häuser. Hier, wo das Wohngrundstück endet, da beginnt die Schallschutzwand wieder und schützt dort ein seit 20 Jahren stillgelegtes Fabriksgelände. Ja klar, ist ja eine stillgelegte Fabrik. Logisch. Ich hab's nicht begriffen und werd auch nicht begreifen. Ich auch nicht. Ach, warum die Lärmschutzwand eine leerstehende Fabrik schützt und nicht die Anwohner, kann man sicher erklären. Das ist ein bisschen problematisch. Wir haben eine Lärmschutzwand. Nee, das muss ich anders erklären. Jetzt muss ich das mal irgendwie erklären. Tja, liebe Leute, warum sie euch eine Lärmschutzwand verwehren, kann später keiner mehr erklären. Vielen Dank, Martina Hauschild. Durch den schrecklichen Mord an einem Polizisten sind in der letzten Woche die sogenannten Reichsbürger in den Fokus gerückt. Und das Ganze zu erklären, ist wirklich schwierig. Da kann es passieren, dass selbst ausgewiesene Experten, sagen wir mal, sich vergaloppieren im Wald der Metaphern. Wenn es jetzt in Bayern knallt, dann ist das, wenn Sie so wollen, der Gipfel eines Eisbergs, der lange im Kühlschrank verschiedener Untätigkeiten gezüchtet worden ist. Keine Ahnung, was er sagen will, aber ich habe das Gefühl, er hat recht. Es hieß ja lange, Reichsbürger seien bloß Spinner. Jetzt fragen sich viele, sind es nicht doch gewalttätige Rechtsradikale? Vielleicht können wir uns ja einigen auf gewalttätige rechtsradikale Spinner. Ich meine, Reichsbürger... Es sind auf jeden Fall Leute, die sagen, dass es die Bundesrepublik Deutschland als Staat gar nicht gibt, sondern dass das Deutsche Reich juristisch fortbesteht. Also falls Sie Spaß an sowas haben, empfehle ich Ihnen das Reichsbürger-Puzzle nach dem Motto, puzzle dir dein eigenes Weltbild zusammen. Natürlich in den Grenzen von 1937. Also Reichsbürger leben in den Grenzen von 1937 nach Christus, geografisch.
Intellektuell in den Grenzen von 20.000 vor Christus. Reichsbürger gehen auch davon aus, wir gehen davon aus, dass die Bundesrepublik eben kein Staat ist. Und viele behaupten, die Bundesrepublik wäre eine Firma. Und wir sind dann in dieser Firma nur das Personal. Und das ist auch völlig klar, warum. Weil wir nämlich einen Personalausweis haben. Natürlich, ist ja ganz logisch. Wir haben einen Personalausweis, dadurch sind wir Personal. So ist ja auch jeder, der eine Kreditkarte besitzt, ein Kredit. Und wer einen Büchereiausweis hat, ist eine Bücherei. Das weiß doch, ist doch völlig logisch, liebe Leute. Ja? Also, ja. Einer dieser Reichsbürger ist Adrian Ursache, ehemaliger Mr. Germany, obwohl müsste es nicht heißen Mr. BRD GmbH, egal jetzt mal. Er nennt sich selbst König von Ur. Und einem König haben Polizisten der Bundesrepublik Deutschland natürlich überhaupt nichts zu sagen. Dieser Herr hat sich schon Schusswechsel mit der Polizei geliefert. Er hat Polizisten verletzt. Er wurde selbst auch verletzt. Hier ein selbstgedrehtes Handyvideo von Reichsbürger Adrian Ursache. Sind Sie hier im Grundgesetz der genehmigten Fassung für die Bundesrepublik Deutschland? Ja oder nein? Von 1949. Ansonsten haben Sie und dieser Mann hier gerade eben und alle Maskierten hier sich zu Terroristen erklärt. Und das werde ich auch der Genfer Konvention genauso mitteilen. Ja, unbedingt der Genfer Konvention mitteilen, finde ich auch wichtig. Vorher noch mit der Magna Carta sprechen vielleicht. Und ja, es ist, Achso, vielleicht natürlich auch mit dem Bill of Rights, das wäre vielleicht auch noch gut, bevor ich es vergesse. Es klingt alles so ulkig, es klingt so harmlos, es ist aber hochgefährlich und vor allem, es ist inzwischen weit verbreitet. Frank, sag mal. Bist du vollkommen übergeschnappt? Du hast die letzten 3 Jahre keine Steuern gezahlt? Weil die BRD kein Staat ist, sondern eine GmbH? Und warum kriege ich eigentlich mein Haushaltsgeld in Reichsmark? Außerdem Tante-Emma-Laden nimmt die doch keiner an. Und was willst du eigentlich mit diesen ganzen Waffen? Und dann sitzen ständig deine Nazi-Freunde bei uns auf dem Sofa und hetzen gegen Ausländer. Meine Güte, Frank. Und dein blöder Fantasiereisepass. Frankreich. Das gibt's außerdem schon. Echt? Und wieso kriegt Lisa jetzt Heimunterricht? Und Anna hast du gleich zum Grenzschutz eingezogen? Bist du komplett irre oder was? Aber Mama, Papa ist doch Reichsbürger. Reichsbürger? Ach so, das habe ich ja gar nicht gewusst. Puh, ich dachte schon, du wärst ein realitätsfremdes, beklopptes Nazi-Arschloch. Aber da kann man doch was machen. Zu viele Menschen in Deutschland sind Reichsbürger. Schreib dich nicht ab. Komm in die Realität, du durchgeknalltes Nazi-Arschloch. Danke, Oliver Dorke und Jesko Friedrich. Nun ist natürlich die Frage, wer denn Deutschland aktuell tatsächlich vertritt. Es gibt da einige Anwärter. Neben dem eben schon erwähnten König von Ur wäre da auch Peter Fitzek. Der hat das Königreich Deutschland ausgerufen und sich selbst zum König ernannt. Hier sehen wir ihn bei seiner Krönung. Reis, Apfel und Zepter. Ja, Fitzek ist übrigens gelernter Koch und zu den Reichsbürgern fühlte er sich hingezogen, weil er einfach komplett die Pfanne heiß hatte. Es gibt aber auch, er ist nicht der Einzige, es gibt auch die Exilregierung Deutsches Reich. Und die wiederum wurde gegründet von Norbert Schittke, einem Rentner aus Hildesheim. Der ist selbst ernannter Reichskanzler. Und eine Neujahrsansprache hält er auch. Liebe Reichsbürger, liebe Deutschen weltweit. Wir haben nun das Jahr 2015 begonnen und möchten Ihnen gerne liebe Grüße übermitteln und Ihnen mit wenigen Worten sagen, wie wir das Jahr sehen und begehen möchten. Das ist interessant. Was mich noch mehr interessieren würde, ist die Frage, wer ist der Mann neben ihm? Ich hoffe, sein betreuender Psychiater. Das Schlimme ist, meine Damen und Herren, es ist einfach nicht lustig, das ist das Schlimme. Der Typ, der meint das wirklich ernst. Seine Regierung verkauft eigene Dokumente. Die Ausweise kosten bis zu 100 Euro. Personenausweis. Aha. Und
Das ist mein rechtsmäßiger Führerschein. Das ist ein echtes Teil und was Sie in der Tasche tragen, ist eine Urkundenfälschung. Ja, in meinem Portemonnaie habe ich übrigens auch eine EC-Karte für die Deutsche Reichsbank, meinen Führerschein für den Todesstern und natürlich den Studierendenausweis der Käpt'n Blaubeer-Uni in Olpe. Leute, also, natürlich, sich lustige Uniformen und Ämter auszudenken, hat auch was sehr Kreatives. Es ist ein bisschen wie Karneval, nicht? Es wirkt zumindest so. Es gibt aber einen großen Unterschied zu Karnevalisten. Die wissen, dass am Aschermittwoch Schluss ist. Und die nehmen das auch alles nicht so ernst. Reichsbürger leben in ihrer eigenen verqueren Welt und haben eine ausgeprägte Neigung zu Verschwörungstheorien. Das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit. Verschwörungstheorien. Wie sang schon Reinhard May, über den Chemtrails muss die Blödheit wohl grenzenlos sein. Mehr zu dem Thema jetzt von unserem Extra-3-Experten Heinz Strunk. Sind auch Sie davon überzeugt, dass die Mondlandung nur vorgetäuscht war? Dass HIV in CIAs Labors entwickelt wurde, um Homosexuelle auszurotten? Die Erde in Wahrheit erst 20.000 Jahre alt ist? Quatsch mit Soße oder heißer Scheiß? Wenn auch Sie wenig wissen, aber viel glauben, dann zählen Sie zur wachsenden Schar der Verschwörungstheoretiker. Wie Reichsbürger und Pegida lassen sich nicht länger mit dem abspeisen, was Kirche, Staat, Parteien und Medien Ihnen da an vermeintlich endgültigen Wahrheiten präsentieren. Sie sind vielmehr der Meinung, dass gefälscht, manipuliert und betrogen wird, dass sich die Balken biegen. Das Zauberwort? Asymmetrische Desinformation. Bitte merken, ich frage das hinterher noch mal ab. Nichts ist, wie es scheint. Zum Beispiel dieses Fernsehstudio. Existiert es wirklich oder ist es nur eine Illusion? Oder Christian Ehring, freundlicher TV-Moderator oder brutaler Horrorclown? Bedenke. Bedenke, je harmloser einer tut, desto gefährlicher ist er. Fakt ist, dass sich eine Vielzahl von Verschwörungstheorien als wahr herausgestellt haben. Zum Beispiel werden Zigaretten süchtig machende Stoffe beigemengt. Und namhafte Schnapshersteller versetzen ihre Getränke mit Alkohol, um die Konsumenten betrunken zu machen. Aber was ist dran an den Gerüchten, dass David Bowie Prinz und Roger Cicero nicht tot sind, sondern auf Schützenfesten und Bauernhochzeiten für musikalische Unterhaltung sorgen? Der Name der Geisterkapelle? Hermanns Showband. Weiter, wie ist es zum Beispiel um die Identität Angela Merkels bestellt? Angeblich soll sie in Wahrheit Queen Elizabeth II. Sein. Und umgekehrt! Ein genialer Schachzug. Leitet Frank-Walter Steinmeier in Wirklichkeit die frische Abteilung der Edeka-Filiale Hansen in Delmenhorst Süd? Aber wer ist dann Außenminister? Sie merken, je tiefer man bohrt, desto mehr Abgründe tun sich auf. Seit Jahren wird die Menschheit angeblich aus der Luft heraus mit Chemikalien vergiftet. Grünzausel Anton Hofreiter wurde als neuer Pudi-Sänger installiert. Und Wladimir Putin ist ein unsterblicher Vampir. Unter dem Namen Vlad der Fehler hat er vor vielen hundert Jahren den rumänischen Widerstand gegen das Osmanische Reich organisiert. Vlad? Wladimir. Gecheckt? Und die Mona Lisa ist Putin im Nebenberuf auch noch. Hier der Fotobeweis. Quelle Internet. Wer das nicht glaubt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen guten Abend. Und weiter geht's mit Abgehakt, die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Deutschland hält den Atem an. Die Frage der Woche. Was ist der Schlusssatz vom neuen Tagesthemenonkel Ingo Zamperoni? Ich habe gar keinen Schlusssatz. Dann eben nicht, Ingo. Aber zum Glück gab's ja noch eine andere Frage diese Woche.
die etwas drängendere P-Frage. Mhm. Wer wird Bundespräsident im Schloss Pellevue? Da gibt's nur ein kleines Problem, oder besser gesagt drei. Die hier wollen ja unbedingt einen gemeinsamen Kuschelkonsenskandidaten. Klappt hier super. SPD-Chef Gabriel hat jetzt einen Vorstoß gemacht und seinen Parteifreund Außenminister Steinmeier vorgeschlagen. Steinmeier for President. Und alle so yeah oder auch no. Dass Herr Gabriel jeden Tag einen neuen Namen im Kopf hat und den dann noch laut ausspricht, ist sein Problem. Es hat sich bereits mehrmals herausgestellt, dass Menschen, deren Namen öffentlich in die Debatte geworfen werden, dann am Ende nur verbrannt sind. Eieiei, wenn man keinen Namen nennen darf, vielleicht hätte Sigi ihn dann lieber tanzen sollen. Apropos Sigi. Der Bundesrüstungsminister informiert, deutsche Rüstungsexporte sind weiterhin weltweit auf dem Vormarsch. Die Bundesregierung hat im ersten Halbjahr 2016 die Ausfuhr von Waffen im Wert von über 4 Milliarden Euro genehmigt. Gut eine halbe Milliarde mehr als im gleichen Zeitraum 2015. Vor allem die Ausfuhr von Pistolen und Gewehrmunition habe sich verzehnfacht. Dank des weltweiten Engagements unseres Ministers kann man da nur von einer grandiosen Bilanz sprechen. Grüne und Linke sprachen von einer verheerenden Bilanz des Wirtschaftsministers, der für die Exportgenehmigungen zuständig ist. Wirtschaftsminister Gabriel kontert, dass diese Bundesregierung die strengste Rüstungsexportgesetzgebung geschaffen habe, die es jemals in Deutschland gab. Weiterhin sagte der Minister, dass diese Gesetzgebung bereits in naher Zukunft, also in etwa 10 bis 20 Jahren, vielleicht sogar eventuell umgesetzt wird. War sonst noch was? Ach ja, die Copy-and-Paste-Weltmeister aus China haben jetzt sogar eine deutsche Stadt kopiert. Aber Moment mal, die sehen ja gar nicht so begeistert aus. Welche Stadt habt ihr denn nachgebaut? Das ist die Hannoversche Straße in Schangde und 8200 Kilometer von Hannover entfernt. Was? Die haben Hannover kopiert? Na, da habt ihr euch aber so richtig verarschen lassen. Da hilft nur noch schön saufen. Abgehakt von Tobias Doll. Vielen Frauen auf der Welt geht es schlecht. Es gibt Unterdrückung von Frauen, Gewalt gegen Frauen, Genitalverstümmelungen, Steinigung, Repression, schlechte Bezahlung, es gibt Sexismus. Und dagegen will die UNO etwas machen und hat eine neue UNO-Ehrenbotschafterin für Frauenrechte berufen. Und das ist Wonder Woman. Eine amerikanische Comicfigur aus den 40ern, eine Art Antwort auf Superman. Eine knapp bekleidete Frau mit großen Brüsten und langer Mähne. Man kann froh sein, dass sie das Amt angenommen hat. Sie war auch noch im Gespräch als Gleichstellungsbeauftragte von Donald Trump. Ich meine, um die Rechte der Frauen zu vertreten, sucht sich die UNO eine Comicfigur aus? Ja, das fragen sich viele, was das soll. Ich frage es mich auch, was soll das bitte? Ich freue mich aber schon auf die nächsten Ehrenbotschafter, zum Beispiel für friedliche Konfliktlösungen. Das werden wahrscheinlich die hier. Also, Wonder Woman wird wahrscheinlich nichts dagegen tun können, dass Frauen zum Beispiel weniger Geld verdienen als Männer. Auch in Deutschland ist es immer noch so. Familienministerin Schwesig will daran etwas ändern. Viele ihrer männlichen Kollegen sehen das Problem aber gar nicht. Die sagen, klar, Frauen verdienen vielleicht weniger, aber dafür haben sie auch Vorteile. Sie werden auf der Arbeit dann eben auch mit du süßer Frosch angesprochen. Auch unsere Reporterin Caro Corneli meint, dass mit der Lohngerechtigkeit, das wird einfach überbewertet. Extra 3 Reporterin Caro Corneli präsentiert ihre neue Kampagne. Der Schürzenverein. Frauen gegen Gleichbehandlung. Vater Natur hat Frauen einen festen Platz im Leben zugewiesen, finden Corneli und ihre Aktivistinnen. Wir von Frauen gegen Gleichbehandlung, Schürzenverein, finden nämlich, das klassische Rollenbild ist ein gutes. Da sollte man nicht dran rühren. Ja, Sie haben recht. Wenn Sie das so sehen, haben Sie recht. Könnten Sie mir mal einen typischen Frauenberuf nennen? Hausfrau. Ja, es ist ja so, bei unserer Generation ist es so, dass man alles als Frau macht. Wir wollen zu Hause bleiben und putzen. Und ihr wollt nicht arbeiten? Das liegt das in der Natur. Das ist meine saubere Einstellung. Ja, das haben Sie richtig erkannt. Und wenn Frauen unbedingt arbeiten wollen, dann aber bitte für weniger Geld als die Herren der Schöpfung. Schließlich haben Frauen einfach andere Stärken. Das sind die Sachen, für die wir Frauen stehen. Und zwar mit Stolz. Dass die Männer natürlich
eine, sagen wir mal, eine höhere Leistung bringen. Also das ist einfach vom Körperbau her so. Ja. Und ich sag mal, die Durchschnittsfrau im Gerüstbau, sag ich mal, die wird wahrscheinlich etwas weniger Leistung bringen wie ein Mann. Also in meinem Beruf gab es eine Gleichbehandlung. Wirklich? Was ist denn Ihr Beruf? Bauingenieur. Ah. Ja. Gut, wir hatten nur eine Kollegin. Also das ist ein Männerberuf. Männerberuf, ja. Da gibt es ja auch den sogenannten, entschuldigen Sie, Schlitzbonus. Den Schlitzbonus. Ja, klar, stimmt. Naja, aber nichts gegen Frauen, nicht? Nee. Also wenn ich jetzt denke, ein Koch und eine Köchin. Ja. Ich glaube, der Mann ist belastbarer als die Frau. Und das deswegen stimmt. Verdient er ein bisschen mehr. Das ist doch nicht unfair. Nee, das stimmt. Ich sage nur, dass die Männer deswegen durchschnittlich etwas mehr verdienen sollten. Ja, das ist klar. Aber man muss mal auch eins sehen bei den Männern. Frauen dürfen eher in Rente und haben eine höhere Lebenserwartung. Ja. Ist das gerecht? Nein. Und sie kriegen ständig Kinder. Ne? Können sie auch nicht arbeiten. So, dann gibt es ein paar Tage im Monat, da fallen die Frauen sowieso aus. Sie wissen schon, warum. Ne? Tja. Da muss der Mann dann entsprechend mehr ran. Ne? Ja. Wie ist das bei Ihnen zu Hause? Ich hatte einen steinreichen Großvater gehabt. Geil. Wollen Sie mich heiraten? So weit geht er weg. Schade, heute kein persönlicher Schlitzbonus für Caro Corneli. Trotzdem ein erfolgreicher Tag für Frauen im Kampf gegen die Gleichbehandlung. Danke, Caro Corneli und Jakob Leube. So. Jetzt will also auch die AfD keine Social Bots im Wahlkampf verwenden. Bots ist nicht diese alte holländische Band aus der Friedensbewegung, die uns gefoltert haben. Ja, diese Band, die uns gefoltert hat mit was wollen wir trinken, 7 Tage lang gefoltert hat. So lange, bis man dachte, von mir aus kommen jetzt die Pershings. Egal, Hauptsache das Scheißlied hört auf. Nein, Bots kommt von Robots. Ja, Social Bots wiederum sind Programme, die gefakte Postings in sozialen Medien erzeugen, um Debatten zu beeinflussen. Und zwar auf eine ziemlich radikale Art und Weise. Hasta la vista, Debatte. Ich denke, so muss man sich das vorstellen. Ja? Social Bots. Bei der AfD war lange nicht klar, ob sie Social Bots einsetzen möchte. Jetzt sagt auch die AfD, nein, machen wir nicht. Ich meine, hirnlos immer wieder die gleiche Meinung wiederholen. Das kann auch Beatrix von Storch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, Putin war in Deutschland. Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling wissen, was er mit Merkel besprochen hat. Hallo, liebes Tagebuch. Ich habe ja den Putin eingeladen und wollte dem nahelegen, endlich mal zurückzutreten, weil er die Amis und uns so nervt. Hab mir dafür moralische Verstärkung geholt von den Flakhelfern Popo Schwenko und Franzi Holland. Hast du Plan, Angelika? Wer als erster sitzt, darf alles alleine entscheiden. Gewonnen. Wenn der Putin anschleicht, werde ich ihm vorschlagen, dass der sein versoffenes Russland mal sofort freiwillig mit in die NATO reintut, statt immer so auf dicke Hose zu machen. Unser Wunsch ist, dass Hillary Clinton auch Präsidentin von Russland wird. Hoffen wir mal, dass der Putin Bock hat, zurückzutreten. Normalerweise schießt er ja immer zurück. Ah, da kommt die Knallcharge ja auch schon angeknattert. Na, du Nervensäge. Hallo, du Marionette. Ich hab tierisch Hunger, da drin gibt's Pommes. Wir haben dir was ganz Wichtiges zu sagen, Waldemar. Da lang. Dann jetzt nur Babuschka. Ich glaube, die haben Angst vor mir, die Pussys. Wenn du ernsthaft denkst, dass ich zurücktrete, empfehle ich dir Ersatzgehirn. Hör doch mal mein geiles Angebot. Ich hab dem Typen voll geiles Angebot gemacht. Hat sie wirklich? Muss nur noch meinen Landsleuten erklären, dass ich zurücktrete und alle Russen freiwillig Amerikaner werden. Und ich könnte den Ku Klux Klan wirklich schon ab nächste Woche anführen. Das war natürlich gelogen, weil die Hillary da beim Ku Klux Klan und den Illuminaten ja selbst schon Chefin ist. Aber mit die Wahrheit sagen, in der Weltpolitik wäre der ganze Planet ja schon lange voll abgekackt. So, tschüss, hab ich gesagt. Apropos Putin, da fällt mir noch was ein. Gerhard Schröder. Ja, Gerhard Schröder schlichtet doch jetzt bei Tengelmann. Da bewahrheitet sich wieder das alte Motto, egal wie schlicht du bist, Schröder ist schlichter. Das war's von uns. Bis nächste Woche.